Stücke. Beim Klaus Keurer daheim sprudeln die musikalischen Einfälle nur so. Draußen entfaltet sich's Leben in der Frühjahrssonne. Im perfekten Gleichklang Natur und Musik. Volksmusik aus unserer Zeit. Auf der Gitarre spielt noch ein eigenes Griffsystem, das der Klaus Keurer entwickelt hat. Es ist genial einfach. Jede einstimmige Melodie wird in jeder Tonart, ganz egal wie viele Vorzeichen die hat, mit genau dem gleichen Griff gespielt. Und alles ohne Noten. Der Klaus Keurer unterrichtet das einmalige Griffsystem übrigens auch in einem Lernvideo von ORF Oberösterreich und in vielen Volksmusikseminaren. Er gibt also sein Geheimnis preis. Das allein ist schon bemerkenswert. Und so kommen immer wieder Musikanten in den kleinen Ort an der oberösterreichischen Donau, Ottensheim. Schnell entdecken die Besucher den Reiz von der Landschaft, wo das Mühlviertel ins Donautal abfällt. Und irgendwann landen sie zum Musizieren in einem von den bewährten Probelokale vom Blacherbach-Trio. Beim Dürnbergwirt, direkt an der Mühlkreisbahn, bei der Mündung vom Blacherbach in die Donau. Thank you.
Wie heißt der jetzt überhaupt? Das ist der Lästige. Der Lästige, ja, der Lästige. Tja, weil er schon so lästig ist, nicht? Hast du das gehört? Nein, er nicht. Ja, nicht. Gott, so ein Spülen ist er vollweise lästig. Lästig war er, weil einer nicht gekommen ist. Er fand es solche Musikstücke provoziert. Dann sollte man sich ja direkt wünschen, dass ein öfter wer sitzen lässt. Blacherbach-Trio, so taugt's einer. Gemütlich beieinander sitzen und stundenlang drauf losmusizieren. Oft bis in die Nacht rein.